Josef Roths enger Freund, der Schriftsteller Soma Morgenstern, erinnert sich an einen Ausflug nach Rodaun bei Wien Ende der 20er Jahre. Es war ein sonniger Tag im Frühherbst. Roth war damals gut zu Fuß. Aber nach einer halben Stunde schlug er vor, dass wir uns hinsetzen. Wir saßen eine Weile schweigend in aller Einsamkeit. In der Nähe ließ ein Vogel einen klaren Pfiff hören. Einmal, zweimal, dreimal. Josef Roth war entzückt und sagte, ich bin völlig unmusikalisch, aber die Vögel höre ich gern singen. Ich konnte es nicht glauben, dass ein so sensibler Mensch völlig unmusikalisch sein könnte, und sagte es ihm. Und ich sang ihm einige Volkslieder vor. Ein trauriges jüdisches Volkslied musste ich ihm wiederholen. Meilech hat gehabt an Malke, die Malke hat gehabt an Weingarten, der Garten hat gehabt an Bäumen. Julinke, mein Kind, Julinke, mein Feigele, Julinke, mein Kind, hab angeweiht aus der Liebe, weh ist mir und wem. Nach diesem Divertimento erhob sich Roth, erfrischt und ausgeruht. Aber ehe wir aus der Einsamkeit der Wiese herauskamen, bat er mich noch einmal um die Wiederholung des Liedes. Und diesmal weinte er der vergangenen Liebe eine Träne nach. Nachdem er sie mit einem Taschentuch getrocknet hatte, sagte ich, Rabbi Nachman sagt, böse Menschen lieben traurige Lieder. So, rief Roth jubelnd aus, ich gehöre dazu. Ich bin ein böser, böser Mensch. Diesen, seinen Lebensrefrain, habe ich im Laufe unserer Freundschaft von ihm noch viel öfter gehört. Vor seinem Tod hat eine Künstlerin, die uns auf dem Bistro besuchte, Josef Roth gezeichnet. Ihm gefiel die Zeichnung sehr. Roth schrieb unter das Bild, das bin ich wirklich. Böse, besoffen, aber gescheit. Du nimmst dich wie ein russischer Jude. Ich bin ein russischer Jude. Josef Roth war ein Jude. Josef Roth war ein Ostjude. Josef Roth wollte unbedingt in eine Welt hineinkommen, die er als damals junger Mensch in Brody in Ostgalizien, als junger Mensch seine Idealwelt war. Die Welt des intellektuell geistig gehobenen Bürgertums. Hinter all dem Elend stecken nur die jüdischen Banken. Ihr solltet euch klar darüber sein, dass an eurem ganzen Elend nur die jüdischen Banken schuld sind. So ein Quatsch, die Galizier sind's, die Kaftan-Juden. Er war lange vor 1933 ein ganz deutlich deklarierter Feind des Nationalsozialismus. Und hat nicht erst auf die Listen der zu verbrennenden, aus den Bibliotheken zu entfernenden Bücher gesetzt werden müssen, um als Feind der Nationalsozialisten erkannt zu werden. Was hast du gesagt, Papa? Du sollst dich vor dem Schnaps in Acht nehmen. Wozu? Der Schnaps wird dich zugrunde richten. Seine große Schwäche war eben, er hat zu viel getrunken. Wobei ich Ihnen sagen muss, mein persönlicher Eindruck von Anfang an war, es war die Verzweiflung. Schauen Sie, mit ihm ist 1918 Österreich zusammengebrochen. Wir haben uns gefühlt, als ob wir auf einem Ruinenfeld stehen würden. Es gehört zwar alles zusammen auf diesem Feld, aber das Feld an sich ist zerfallen. Das hat bei Josef Roth sich ganz besonders fühlbar gemacht. Es hat irgendwie sein Herz gebrochen. Die Stadt, in der ich geboren wurde, lag im Osten Europas, in einer großen Ebene, die spärlich bewohnt war. Nach Osten hin war sie endlos. Der Herbst bestand bei uns aus flüssigem Gold und flüssigem Silber, aus Wind, Rabenschwärmern und leichten Frösten. Der Herbst war beinahe ebenso lange wie der Winter. Im August wurden die Blätter gelb. In den ersten Septembertagen lagen sie schon auf dem Boden. Niemand kehrte sie zusammen. Ich habe erst im Westen Europas gesehen, dass man den Herbst zusammenfegt, zu ordentlichen Misthaufen.
Galizien. Das östlichste Kronland der Habsburger Monarchie gilt als rückständige Region am äußersten Rand des Reiches. Es ist ein multikulturelles Land. Die Mehrheit der rund 7 Millionen Einwohner, Polen, Ukrainer, Deutsche und vor allem die riesige jüdische Gemeinde lebt in bitterer Armut. Hier wird Moses Josef Roth am 2. September 1894 als Sohn jüdischer Eltern geboren. Die Geburtsstadt Josef Roths, Brody, ist zu dieser Zeit eine mittelgroße Bezirkshauptstadt nahe der Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Russland. Um 1900 hat Brody etwa 16.000 Einwohner, 12.000 von ihnen sind Juden. Das florierende jüdische Leben in Brody prägt Roth ein Leben lang. Brody war eine Sonderstadt. Also man soll nicht denken, dass Brody so ein typisches Städtel war, wie es im Fall von anderen kleinen Bezirksstädtchen Galiciens war. Die Juden lebten dort nicht so abgesondert, so geschlossen wie in einem Ghetto, wie es der Fall in anderen Städten war. Das war eine Handelsstadt und die Mehrheit der Bevölkerung war jüdisch. Und da war das Leben der jüdischen Gemeinde sehr inhaltsreich. Da gab es Orthodoxe, da gab es Hasiden, da gab es auch Anhänger der Haskala. Der junge Josef lebt mit seiner Mutter Maria Roth in Untermiete, zurückgezogen und auf engem Raum. Er wächst zwar nicht in Armut, aber in bescheidenen Verhältnissen auf. Auch wenn frühe Fotografien über diese Realität hinwegtäuschen und eine solide Bürgerlichkeit vermitteln sollen. Josef Roth wächst ohne Vater auf. Bereits während der Schwangerschaft der Mutter kehrt der Getreidehändler Nachum Roth von einer Geschäftsreise nicht mehr zurück. Seine Spuren verlieren sich. Gerüchten zufolge stirbt er 1910 in geistiger Umnachtung, fernab der Heimat. Innerhalb der Familie wird über die Geisteskrankheit des Vaters nie gesprochen, das Thema tabuisiert. Wahnsinn galt in der jüdischen Gesellschaft als Stigma und Schande. Die schwierige wirtschaftliche und soziale Situation traumatisieren den Jungen. Er wird später zahlreiche Legenden über seine Kindheit erzählen. Also er fantasierte immer, überhaupt. Er hat über sein Leben selbst sehr viel fantasiert. Sein Vater war einmal ein polnischer Adeliger, dann ein österreichischer Offizier, dann ein jüdischer Gelehrter. Das verfolgte ihn, also diese Idee. Und das war, würde ich sagen, sein erstes inneres Exil. Wahrscheinlich hat Josef Roth diese Vaterlosigkeit, dieses Empfinden, keine Wurzel zu haben, keine familiäre Wurzel zu haben, dies hat ihn sicher sehr früh schon zu einem Außenseiter in seiner eigenen Gemeinschaft gemacht. Der zweite Punkt, das Nichtvorhandensein eines Familienernährers, bedeutete für ihn und seine Mutter die Abhängigkeit von den nicht ganz unwohlhabenden Brüdern der Mutter. Ein lebenslanges Gefühl der Abhängigkeit, was sich bei ihm später auch steigerte in maßlose Übertreibungen über seine Armut, in der er aufgewachsen sei. Einer der Gründe, warum Roths Mutter ihn so bemuttert und unter eine Käseglocke gestellt hat, mag durchaus in diesen etwas unklaren Familienverhältnissen liegen. Eben auch ärmlich und einsam wohnend in einem Haus, in dem nur ganz gelegentlich Schulkollegen, Schulkameraden zu Besuch gekommen sind. Über die seltsame Atmosphäre im Hause Roth berichtet ein ehemaliger Mitschüler. Er war damals 16 Jahre alt. Diesen Besuch habe ich nie vergessen. Roth empfing mich in einem großen Zimmer, in dem ich mich zuerst an das Dämmerlicht gewöhnen musste, denn draußen war helllichter Tag. Roths Mutter, eine gut aussehende, imposante Erscheinung, ging im Zimmer auf und ab, beachtete mich kaum und begrüßte mich nicht einmal, was einen unheimlichen Eindruck auf mich machte. In der Stadt wurde viel davon gesprochen, dass Roths Mutter abgesondert lebte und keinen Umgang mit irgendjemand außer ihrem Sohn pflegte. Kaum hatte ich mich hingesetzt, so drückte mir Roth ein dickes Heft in die Hand. Das ganze Heft war voll von Gedichten und Erzählungen, die Roth in seiner schönen Handschrift verfasst hatte.
Ich merkte, dass er ungeduldig war, mit mir darüber zu sprechen. Aber ich beachtete das Heft nicht weiter. Ich erzählte, wir jüdischen Schüler gehörten einem zionistischen Verein an. Auf meine Frage, warum er sich nicht unserem Verein anschloss, antwortete Roth, ich bin Assimilant. Aber nicht hier. Ich bin kein polnischer Assimilant, sondern ein österreichischer. Sobald ich das hörte, bestand für mich kein Interesse mehr für Roth. Ich dachte mir, was haben wir mit Habsburg zu schaffen? Immer schaute man vom Rand mit großen Augen in die Metropole Wien. Wien, das war das Ziel jedes Österreich-Habsburgers, der irgendwo am Rande dieses Reiches aufgewachsen war. Das war bei Josef Roth auch so. In Wien waren die großen Zeitungen, in Wien war der Kaiser, in Wien war die Macht, in Wien waren die Intellektuellen, waren die Cafés, war das Leben, was man sich erträumte, wenn man in der Provinz lebte. Insofern ist für Josef Roth ganz sicher der Blick nach Wien, der Blick auf das Kaiserreich von Jugend an da gewesen. Roth schrieb auch in den Briefen an seinen Onkel in Lemberg, dass er ihn beneidete. Also dieses Moment, wie dieser Onkel sich in den Zug setzt, wie er einsteigt und in die weite Welt fährt. Also dieser Begriff, die weite Welt. Also das ist ein Ideal, das man nicht kennt. Das Weite, das Schöne, das weite Ideal. Und das war auch Zustand, Geisteszustand vom jungen Roth. Schon in der jüdischen Volksschule wird Roth in Deutsch, Polnisch und Hebräisch unterrichtet. Er ist sowohl in der Volksschule als auch im Gymnasium ein Musterschüler und Klassenprimus. Der junge Roth versucht, sein Außenseitertum durch Überheblichkeit zu kompensieren. Dass die Familie seine Begabungen schätzt, geht aus dem spöttisch liebevoll gemeinten Spitznamen hervor, den man ihm gibt. Munju Faktisch heißt er für sie. Und so nennt er sich auch selbst. Als Kind war ich ein Klugscheißer. Munju ist die Verkleinerungsform von Salomon und symbolisierte meine Gescheitheit. Und faktisch hat man mich deshalb genannt, weil ich als junger Naseweis die Gewohnheit hatte, meinen Behauptungen Nachdruck zu verleihen, indem ich auf den Tisch klopfte und selbstbewusst beteuerte, das ist faktisch. Aus Munju wurde Mu und als Mu oder M unterschrieb er später private Briefe. Im Sommersemester 1914 beginnt Roth sein Studium an der Wiener Universität. Wien ist zu jener Zeit eine Weltstadt mit 1,7 Millionen Einwohnern. Roth arbeitet als Hauslehrer und veröffentlicht seine ersten Lyrik- und Prosatexte in Zeitungen und Zeitschriften. In einem Brief an seine Tante schreibt er: Es träumt doch ein jeder junge Mensch von einer glücklichen großen Zukunft. Wie sollte es ein Dichter nicht? Sind es vielleicht Luftschlösser, die ich mir baue? Der Wille ist mein Gott. Und mit Fleiß und Ausdauer kommt man auch zum größten Ziel. Roth studiert 5 Semester lang Philosophie sowie Sprach- und Literaturwissenschaften. Auch im Hörsaal sitzt er meistens ein wenig abgerückt von den übrigen Studenten. Roth wird sein Studium nie abschließen. Seine Begründung? Ich habe Dichtung erwartet und Germanistik vorgefunden. Antisemitismus ist im Wien der Vorkriegszeit allgegenwärtig. Um 1910 leben hier etwa 175.000 Juden, rund 10% der Bevölkerung. Zwischen der jüdischen und deutschnationalen Studentenschaft kommt es zu schweren, oft blutigen Auseinandersetzungen. Die einheimische Bevölkerung verachtet vor allem die zugewanderten Ostjuden. Kein Galizier bleibt von der feindseligen Stimmung verschont, auch Roth nicht. Entrüstet stellt er fest: Dem Wiener fehlt ein Teil des Gehirns, und zwar gerade jener Teil, wo die Intelligenz ihren Sitz hat. Andererseits beeindruckt Roth das Leben in der Reichshaupt- und Residenzstadt. Seinen eigenen Platz in der Wiener Gesellschaft sucht er, trotz seiner Armut, bei den Arrivierten. Die Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen in Ostgalizien versucht er zu kaschieren. Der Student Roth ist äußerst modisch gekleidet, ein richtiges Wiener Gigerl. Geradezu geckenhaft nehmen ihn seine Zeitgenossen wahr. Sah ich die Umzüge, feste Uniform an der anderen, so kam ich mir fremd in dieser Welt vor, ausgestoßen, beinahe geächtet. Schreibt Roth über seine Studentenzeit.
Es blieb mir also nichts übrig, als die Not meiner Arroganz zu verstärken. Das heißt, der Ostjude Josef Roth hat ein Leben lang damit ringen müssen. Ein Österreicher. Er wollte ein Österreicher sein. Er wollte ein deutschsprachiger Österreicher sein. Und er sah immer wieder mit Empörung, dass man ihm eigentlich, oder er fühlte es so, er empfand es so, dieses Recht nehmen wollte. Die Heimatlosigkeit, die Josef Roth bis zu seinem Tode empfunden hat, die hat zutiefst zu tun mit seiner Herkunft und mit seiner Außenseiterposition in der Habsburger Gesellschaft. Mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien bricht am 28. Juli 1914 der Erste Weltkrieg aus. Im Gegensatz zu vielen Intellektuellen ist Roth zunächst Pazifist. Er macht die Obrigkeit und das Militär für das unsägliche Leid der Zivilbevölkerung verantwortlich. Der 20-jährige Student veröffentlicht pathetische Gedichte. Das ist der Tod. Er zieht durch Land und Ried. Er welkt im Blatt und spielt im Sonnenschein. Doch je länger der Krieg dauert, desto mehr stellt Roth seine pazifistische Haltung in Frage. Ich ging in den Krieg, wie alle Junggesellen, die ihre Einsamkeit nicht ertragen können, in die Ehe treten. Nun war ich nicht mehr allein. Nun gingen wir alle, Tausende, Millionen, und es war mir gleich, ob unser Unterfangen sinnlos war oder einen Sinn hatte. Ab 1917 ist Roth in Galizien stationiert. Er arbeitet für eine Militärzeitung und ist für die Zensur der Feldpost zuständig. Seine Heimat ist ein brutal umkämpfter Kriegsschauplatz. Roth erlebt hautnah die Zerstörungen und die grausamen Pogrome durch russische Truppen an der Zivilbevölkerung. Diese richten sich vor allem gegen die jüdische Bevölkerung. Ende März 1919, ein halbes Jahr nach Ausrufung der Republik, kehrt Roth nach Wien zurück. Bereits nach kurzer Zeit findet er Arbeit bei der neu gegründeten Wiener Tageszeitung Der Neue Tag. Roth gelingt rasch der Sprung vom Verfasser kurzer Lyrik und kleiner Erzählungen zum profilierten Journalisten. Innerhalb eines Jahres veröffentlicht Roth rund 140 Artikel unter dem Pseudonym Josephus oder Der Rote Josef. Roth ist ein skeptischer, linksorientierter Journalist, der gegen den Klerikalismus und Monarchismus klar Stellung bezieht. Jeder Klerikalismus ist reaktionär, schreibt Roth. Und über das republikanische Österreich? Wir sind zwar ein funkelnagelneuer Staat geworden, aber mit alten K- und K-Brettern jämmerlich geflickt. Viele seiner Feuilletons und Glossen erscheinen in der Rubrik Wiener Symptome. Roths Berichte behandeln die sozialen Folgen des Krieges in Wien. Armut, Arbeitslosigkeit, Mangel an Konsumgütern, die Not der Kriegsinvaliden. Das zur Schau gestellte neue Selbstbewusstsein des Militärs und der Eliten, die für das Elend verantwortlich sind, widern ihn an. Bereits in den ersten Jahren seiner journalistischen Laufbahn entfaltet sich Roths literarisches Talent zum Feuilletonisten mit feinem Sensorium für Stimmungen und Milieuschilderungen. Ich habe Kinder gesehen, die Seifenblasen aufsteigen ließen. Es waren richtige Seifenblasen. Ein Fläschchen voll Seifenschaum, ein Strohhalm, zwei Kinder und eine stille Gasse im Sonnenglanze eines Sommervormittags. Ich denke an die vielen Seifenblasen, die wir platzen sahen und die Fabrikation der Seifenblasen aus den Mündern der Kinder in die Mäuler der Siegfriedler und der Politiker übergegangen war. Ich weiß, es werden immer noch Seifenblasen dieser Art aufsteigen. Seifenblasen der Weltrevolution, der Proletarierdiktaturen. Aber seitdem ich die echten, die wunderschönen, regenbogenfarbigen Seifenblasen gesehen habe, blicke ich spöttisch und überlegen auf jene. Roths Fähigkeit, mit der Sprache das genauestens auszudrücken, was er beobachtet, ist Schwapp da gewesen. Er hat nicht sich da lange bilden müssen. Er hat nicht lange gearbeitet, um dorthin zu kommen. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich und bewundernswert.
Das Wiener Kaffeehaus ist kein Kaffeehaus, es ist eine Weltanschauung. Meint Roths Mentor, der Journalist Alfred Polger. Im Kaffeehaus arbeiten, oft nahezu leben, ist für viele Künstler und Literaten eine zum Ideal erhobene Existenzform. Ab Herbst 1919 an bessert sich Roths finanzielle Lage. Nun kann er endgültig sein Untermietzimmer gegen das Kaffeehaus tauschen. Die Betriebsamkeit der Kaffeehäuser ist für Roth eine Inspiration. Er kann sich inmitten der anderen Gäste beim Schreiben völlig konzentrieren und dennoch deren Gespräche aufmerksam verfolgen. Roth arbeitet Zeit seines Lebens im öffentlichen Raum, in der Tradition vieler Wiener Redakteure, allein, aber in Gesellschaft. Meistens schreibt Roth seine Texte und Briefe in kleiner Schrift, abwechselnd mit Füllfeder und Bleistift, häufig auf kleinen Notizblockzetteln. Als im Herbst 1920 der neue Tag eingestellt wird, zieht Roth nach Berlin. Berlin wird bis 1925 sein Lebensmittelpunkt sein, auch wenn er regelmäßig nach Wien pendelt. In der deutschen Hauptstadt macht Roth rasch Karriere. Er schreibt für den renommierten Berliner Börsenkurier, die Neue Berliner Zeitung und für das auflagenstarke Vorwärts, ein sozialistisches Blatt, das jene linksgerichtete Politik vertritt, von der sich Roth zu dieser Zeit angesprochen fühlt. Gegen Krieg und Nationalismus mit einem starken Bekenntnis zur Arbeiterklasse. Roth sieht sich als Spaziergänger, als Beobachter des Alltags und scheinbar banaler Details. Der Hund, der einem fliegenden Kinderball nachhetzt und vor dem leblos liegenden Gegenstand Halt macht und nicht begreifen kann, wie so ein dummes, hirnloses Gummiding lebendig und witzig hüpfen kann, ist ein Held des Augenblickdramas. Nur die Kleinigkeiten des Lebens sind wichtig. Noch in seiner Wiener Zeit, 1919, hat der damals 25-jährige Josef Roth die zierliche 19-jährige Friederike Reichler kennengelernt. Aufgewachsen ist sie in kleinbürgerlichen, ärmlichen Verhältnissen in der Leopoldstadt, dem hauptsächlich von Juden bewohnten Bezirk. Friedel, wie alle sie nennen, ist auffallend hübsch und sehr schüchtern. Am 5. März 1922 heiratet Josef Roth Friederike Reichler im Wiener Patzmanitentempel nach jüdischem Ritus. Friedel folgt ihrem Mann nach Berlin. Im Stadtteil Schöneberg beziehen sie ihre erste und gleichzeitig letzte fixe Wohnung. Roths späterer Verleger Gustav Kiepenheuer schreibt: Für kurze Zeit hatte er einmal eine Wohnung gemietet und ich sah ihn in dem düsteren, riesigen Berliner Zimmer, die Hände in den Manteltaschen wie in einem Wartesaal auf und ab gehen, als lauere er auf das Abfahrtszeichen seines Zuges. Und tatsächlich, im Sommer 1923 steigt das Ehepaar Roth in einen Zug Richtung Prag. Die erste Station einer langen Reise, die bereits nach einem halben Jahr weiter nach Deutschland und in Folge über Frankreich durch ganz Europa führen soll. Josef Roth wird Mitarbeiter der renommierten Frankfurter Zeitung, zunächst als Feuilletonist, danach als Reiseberichterstatter. Mit seinen Reportagen über Polen, Deutschland, Frankreich, Russland, Jugoslawien, Albanien und Italien wird Roth zu Ruhm gelangen und in Folge zu den bestbezahlten Journalisten des Landes zählen. Zwischen 1923 und 1932 schreibt Roth hunderte Artikel für die Frankfurter Zeitung. Josef und Friedel führen von nun an ein Nomadenleben mit ständig wechselnden kurzen Aufenthalten in Hotels und Pensionen. Im Feuilleton Ankunft im Hotel beschreibt Roth seine Faszination für diesen Ort, den er vorgibt, wie ein Vaterland zu lieben. Wie andere Männer zu Heim und Herd, zu Weib und Kind heimkehren, so komme ich zurück zu Licht und Halle, Zimmermädchen und Portier. Und es gelingt mir immer, die Zeremonie der Heimkehr so vollendet abrollen zu lassen, dass die einer förmlichen Einkehr ins Hotel gar nicht beginnen kann. Der Blick, mit dem mich der Portier begrüßt, ist mehr als eine väterliche Umarmung. Roth hat gelebt ein Leben lang, ein kurzes Leben lang, 45 Jahre kaum, aus dem Koffer.
Er hat nicht, was zum Bürgerlichen so dazugehört, Objekte gesammelt und Dinge in seiner Wohnung angereichert. Keine Bilder, keine Schätze, keine großen Sachen. Was er gesammelt hat, waren Taschenmesser, waren Spazierstöcke, Kleinigkeiten dieser Art, Uhren, die man leicht mit sich herumtragen konnte. Aber ansonsten ist sehr viel nicht vorhanden, was ein Zeichen des sozialen Status eines Starjournalisten ausmacht. Josef Roth schrieb 6, 7, 8 Stunden am Tag. Und er schrieb nicht zu Hause brav, bürgerlich wie Thomas Mann, morgens 5 Stunden schreiben und sich dann um Familie und Briefe kümmern, sondern er schrieb in Cafés, in Bars, in Hotelzimmern. Hatte er Geld, war es binnen kurzem weg. Er hat selbst viel verbraucht für die Familie, für das Leben, für das Essen wenig, für das Trinken sehr. Es gibt diese Horrorgeschichten. Roth habe in Berlin noch vor 1933 im Monat 2.000, 3.000 Mark ausgegeben. Eine horrende Summe, die sich manche gar nicht vorstellen können. Die Zeitungsarbeit steht zunehmend Roths schriftstellerischen Ambitionen entgegen. Auch kritisiert er die seiner Meinung nach zu lasche Haltung der Redaktionen gegenüber dem aufkommenden Nationalsozialismus. Er konzentriert sich mehr und mehr auf seine literarische Tätigkeit als Buchautor. Bereits mit 27 schreibt Roth seinen ersten Roman »Das Spinnennetz«. Dieser wird zwischen dem 7. Oktober und dem 6. November 1923 als Serie in der Arbeiterzeitung veröffentlicht. Für Roth war das journalistische Schreiben nicht genug. Er hat gefunden, ein richtiger Schriftsteller muss Erzählungen und Romane veröffentlichen. Das ist nicht aus Geringschätzung der Zeitungsarbeit herauszusehen, sondern einfach von der Länge her auch und gewiss von der Prominenz. Aber Roths erster Roman erschien als Zeitungsroman, als Fortsetzungsroman. Sein zweiter ebenfalls, sein dritter ebenfalls, sein vierter ebenfalls. Also das heißt, er war sehr schnell ein Schriftsteller, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Mit meiner Unterschrift, die ich durch Eid bekräftige, erkläre ich den Beitritt zur Organisation. Hauptfigur des Romans »Das Spinnennetz« ist der enttäuschte Kriegsheimkehrer Leutnant Theodor Lohse, der in Berlin unter den Einfluss einer geheimen rechtsradikalen Organisation mit Sitz in München gerät. Diese hält gute Kontakte zu Ex-General Ludendorff und Hitler. Der Eid. Ich gelobe meinen Vorgesetzten unbedingten Gehorsam. Ich schwöre, dass ich für die heiligen Ziele der Organisation kämpfe und koste es mein Leben. Das gelobe und schwöre ich bei unserem deutschen Vaterland. Lohse kann mit der neuen Republik nichts anfangen. Er ist feige und lebensuntüchtig. Er macht Karriere durch politischen Verrat und Mord. Lohse lebt in einer Welt von Wahnideen, Hassgesängen und Antisemitismus. Läuft's? Ja, es ist bald soweit. Macht Dampf. Es nimmt alles. Es ist Eier. Schluck. Meine Beine, es ist kein Keuer mehr. Ich meine Israel, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad, Adoshem! Endlich beschieden war! Seine Exzellenz General Ludendorff und Herr Adolf Hitler marschieren morgen auf Berlin. Wissen Sie, was Sie jetzt tun sollten, Lulle? Und zwar schnellstens. Ja, Herr von Rastschuk. Donnerwetter, lose gratuliere. Eins voraus, ich hab's heute erst beantragt. Roths Roman ist geradezu prophetisch und wird 2 Tage nach dem Erscheinen der letzten Folge von der Realität eingeholt. Am 8. und 9. November 1923 putschen Ludendorff und Hitler in München. Die extreme Rechte versucht zum ersten Mal, die Macht zu erringen. Hitler wird der Prozess gemacht. Über die mediale Berichterstattung ist Roth empört. Ein grotesker Traum tritt in Funktion. Und ganz Deutschland.
Deutschland nimmt dieses Wunder gleichgültig hin, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Es erscheint ein Tapezierer, nennt sich Schriftsteller und alle glauben es ihm. Ein Schuster, der nicht bei seinem Leisten geblieben, erzählt seine belanglose Biografie und schildert, wie er aus einem Weltbürger, der in Braunau gewesen, sich zu einem Antisemiten in Wien entwickelt hat. Und die deutschen Zeitungen drucken es fleißig. Roth ist mit dem Antisemitismus aufgewachsen. Roth hat schon als junger Mensch an den Universitäten die Nationalisten erlebt. Die Kämpfe zwischen den nationalistischen Strömungen, hier Österreicher, hier Slowaken, hier Tschechen und alle gegen die Juden. Insofern ist Josef Roth immer ein sehr hellhöriger Homo Politicus gewesen. Er hat immer sehr schnell, was aber gar nicht überraschend ist, erkannt, welche Kräfte in Deutschland schon wieder bedrohlich, besonders bedrohlich für ihn, den Juden, geworden sind. Roth fühlt sich zusehends unwohl in Deutschland. In einem Feuilleton über den modernen Berliner schreibt er: Seine Worte prasseln, rattern, knallen, Batterien, Mörser, Schießgewehre, Trommelfeuer kommen aus seinem Kehlkopf, Weltkriege schnarchen in seinem Busen. Mit den Worten: Von dieser verdammten Zeitungsschreiberei habe ich genug. Ich gehe nach Paris und schreibe Romane. Kündigt Roth 1925 bei der Frankfurter Zeitung. Der Leiter der Feuilleton-Redaktion, Benno Reifenberg, kann Roth allerdings überreden, von Paris aus für ihn zu arbeiten und bietet ihm an, größere Auslandsreisen für die Zeitung zu unternehmen. Das Ehepaar ist begeistert von Paris. Für Roth wird die Metropole an der Seine zur neuen Heimat. Er zieht die französische Mentalität der deutschen Engstirnigkeit vor. An Benno Reifenberg schreibt er kurz nach seiner Ankunft euphorisch: Sehr geehrter Herr Reifenberg, dieser Brief darf Sie nicht glauben lassen, ich wäre verrückt geworden vor Entzücken über Frankreich und Paris. Ich schreibe ihn in klarster Geistesgegenwart, in Vollbesitz meiner Skepsis. Es drängt mich, Ihnen persönlich zu sagen, dass Paris die Hauptstadt der Welt ist und dass Sie hierher kommen müssen. Wer nicht hier war, ist nur ein halber Mensch und überhaupt kein Europäer. Es ist frei, weit, geistig im edelsten Sinn. Jeder Chauffeur ist geistreicher als unsere Schriftsteller. Wir sind wirklich ein unglückliches Volk. Nach einem Besuch in Paris erzählen die Reifenbergs Freunden: Friedel lächelte einnehmend, wirkte sehr elegant, hing sich bei Roth ein und fühlte sich, wie sie selbst sagte, hors concours pariserisch. Roth machte einen glücklichen Eindruck und schien auf seine schöne Frau stolz zu sein.